Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video schauen wir uns die Geschichte des Internets an und was eigentlich der Unterschied zwischen dem World Wide Web und dem Internet ist. Die Geschichte des Internets beginnt 1964 mit dem Vorläufer des Internets, welches ARPANET hieß und erst 1969 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Damals waren vier Computer von vier verschiedenen Universitäten miteinander verbunden: Stanford, Los Angeles, Salt Lake City und Santa Barbara. Im selben Jahr fand auch die erste erfolgreiche Datenübertragung statt. Das World Wide Web dagegen wurde von dem Computerexperten Tim Berners-Lee im Jahr 1990 erfunden und nur 3 Jahre später für jeden nutzbar gemacht. Das Internet und auch das World Wide Web werden umgangssprachlich als Synonyme verwendet, bezeichnen aber eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Schauen wir uns den Unterschied einmal genauer an. Das weltweite Netz, das Computernetzwerke miteinander verbindet, bezeichnet man als Internet. Das World Wide Web ist eigentlich nur ein Dienst des Internets, durch den Webseiten erstellt und besucht werden können. Neben dem World Wide Web gibt es auch noch weitere Dienste im Internet, wie zum Beispiel E-Mails oder Webradio. Kommen wir nun zurück zur Geschichte des Internets. 1958, mitten im Kalten Krieg, suchten die USA nach einer Möglichkeit, Netzwerke ohne Satelliten zu steuern. Aus diesem Grund wurde das ARPANET entwickelt. Danach ging die Entwicklung jedoch nur langsam voran, weshalb 13 Jahre später nur 23 Rechner an das ARPANET angeschlossen waren. Dann kamen aber auch Rechner aus Norwegen, Hawaii und England hinzu, sodass 1983 bis zu 4000 Computer angeschlossen waren. Ein Jahr später wurde dann das Domain Name System entwickelt, mit der User Computer mit einem Namen anstatt der IP-Adresse ansprechen konnten. Ende der 80er Jahre entwickelte Tim Berners-Lee dann das Konzept des World Wide Webs und erfand die URL, Webbrowser und Browser. Zusätzlich hatte er die Idee für HTTP und damit verbunden auch das Setzen von Weblinks. Im Jahr 1990 entschied man dann, das Internet für die Öffentlichkeit zu öffnen. Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder das Internet für sich nutzen und das ARPANET wurde wenig später abgeschaltet und durch das World Wide Web ersetzt. 3 Jahre später wurde dann der erste massentaugliche Webbrowser entwickelt und kurz darauf gingen die ersten Suchmaschinen wie zum Beispiel Yahoo und Lycos online. Die Suchmaschine Google ging übrigens erst im Jahr 1997 online. In den folgenden Jahren wurde das Internet immer populärer und besonders durch die sozialen Netze wie Facebook ab 2004 immer weiter vorangetrieben. Als das erste iPhone dann 2007 vorgestellt wurde, machte das Internet einen weiteren Sprung. Die Geschichte des Internets ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. So werden nun virtuelle Welten im Internet wie das Metaverse immer populärer und Firmen wie Meta arbeiten hart daran, dieses voranzutreiben. Wir sind also immer noch mittendrin in der Geschichte des Internets und gespannt, wie es sich entwickelt. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.